Fünf Monate nach den schweren Zusammenstößen beim G20-Gipfel in Hamburg, hier Archivbilder, haben Ermittler am Dienstag in mehreren Bundesländern nach eigenen Angaben Wohnungen von Linksautonomen durchsucht. Wie die Hamburger Polizei mitteilte, geht es um den Verdacht des schweren Landfriedensbruchs. An den Razzien beteiligt waren demnach Beamte der Sonderkommission Schwarzer Block. Der Zeitung Die Welt zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 21 Männer und Frauen, die bei dem Gipfel im Juli an gewaltsamen Aktionen in einer bestimmten Hamburger Straße beteiligt gewesen sein sollen. Festnahmen habe es bisher nicht gegeben. Anfang Juli hatte es am Rande des Gipfels massive Zusammenstöße gegeben, bei denen nach offiziellen Angaben mehr als 200 Polizisten und eine unbekannte Anzahl von Demonstranten verletzt wurden. Polizeivertreter hatten von einer neuen Dimension der Gewalt gesprochen.